Das Wort Energie ist wahrscheinlich das, was alle benutzen und gerne benutzen. Wir bringen verbrauchte Energie zurück, wir kaufen uns dafür Schokolädchen, wir tanken Energie, wir leben von Energie, wir leiden unter Energie, wir bezahlen Energie. Also wir scheinen mit Energie unheimlich gut zurechtzukommen. Wir haben überhaupt kein Problem mit diesem Wort. Und trotzdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie wahrscheinlich gar nicht wissen, was damit gemeint ist. Übrigens ich auch nicht. Es gibt ein berühmtes Lehrbuch über die Energie, das fängt mit dem Satz an, wir können mit der Energie so ziemlich alles machen. Wir können sie umwandeln, wir können sie verteuern, wir können sie umschiften, wir können da, Sie können mit der Energie Maschinen betreiben, wir können alles Mögliche damit machen. Wir können nur nicht sagen, was das ist, diese Energie. Es ist ein schönes, wunderbares Konzept, das in der Physik des 19. Jahrhunderts ganz plötzlich große Bedeutung bekommt und irgendwie als Wort sich dann aus diesem wissenschaftlichen, akademischen Kontext löst und in den allgemeinen Sprachgebrauch übergeht, wo wir es heute in allen Formen kennen. Wir kennen das als physikalische Energie, als psychische Energie. Und Energie ist ganz wichtig. Wir müssen Energie tanken, fahren wir in Urlaub. Dabei hat das Wort am Anfang Schwierigkeiten gehabt, akzeptiert zu werden. Die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts sprachen die Physiker meist noch von Kraft. Und wenn Sie mal irgendwann Lust haben, so die Literatur um 1900 zu lesen, vielleicht auch Romane aus dieser Zeit, oder um 1800 zu lesen, die Romane aus dieser Zeit, dann wird das Wort Energie kaum auftauchen. Dafür wird Kraft und Wucht und sowas alles erscheinen. Die meinen aber das, was dann später alles in diesen wunderbaren Begriff der Energie eingeflossen ist. Energie hat natürlich, wie soll es anders sein, einen griechischen Ursprung. Das gibt da ein schönes Wort, das heißt Energeia. Und wenn Sie das einfach übersetzen, dann heißt das etwas, das in Arbeit ist. Also Energie drückt etwas Energetisches aus, etwas Treibendes aus, etwas Dynamisches aus. Und die einfachste Definition von Energie, das ist die Fähigkeit eines Gerätes oder die Fähigkeit einer Person, Arbeit zu verrichten. Die Physiker würden natürlich jetzt fragen, sagen Sie mal, was ist denn dann Arbeit? Ja, das wird dann in der Physikstunde definiert, das ist Kraft mal Weg, aber das lassen wir jetzt. Ich nehme einfach an, dass wir den Begriff Arbeit intuitiv verstehen, dass wir die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, intuitiv verstehen und wir haben das dann auch bei Maschinen, die das können. Und bei diesen Maschinen müssen wir jetzt versuchen, möglichst günstig Arbeit zu bekommen. Wir möchten möglichst wenig Energie reinstecken und möglichst viel Arbeit rausholen. Und deshalb fingen die Physiker im 19. Jahrhundert an, sich genaue Gedanken über die Erscheinungsformen der Energie zu machen. Und das ist eine der wichtig spannendsten Sachen. Also Sie wissen alle klar, dass es eine Bewegungsenergie gibt. Das spüren Sie spätestens, wenn Sie mit Ihrem Auto gegen eine Wand fahren. Dann verwandelt sich die Bewegungsenergie in die elastische Energie der Motorhaube, nur in die falsche Richtung. Aber Sie wissen, dass es Bewegungsenergie gibt. Sie müssen auch gewissermaßen Kraft aufwenden, um aus dem Stillstand in eine Bewegung zu kommen. Das nennt man dann manchmal kinetische Energie. Wenn Sie die kinetische Energie zum Beispiel beim Werfen eines Balles benutzen, um ihn auf ein Dach zu werfen, dann hat der Ball anschließend auf dem Dach potenzielle Energie und wie das in der Physik heißt, hat also eine Lageenergie. Er kann da jederzeit runter gestoßen werden und wenn er dann fällt er nach unten, verwandelt die Lageenergie wieder in Bewegungsenergie, die dann unten auf dem Boden auftrefft und sich in elastische oder Formenergie verwandelt. Dadurch verformt sich der Ball, dann springt er wieder hoch und dann geht die Umwandlung wieder zurück in diese kinetische Energie. Dabei wird Ihnen natürlich auffallen, dass er nicht ganz so hoch springt, wie er vorher runtergefallen ist. Das liegt daran, dass ein Teil der Energie in Wärmeenergie verwandelt worden ist, also dass durch Reibung zustande kommt oder durch die ganzen mechanischen Belastungen. Und diese Wärmeenergie ist gewissermaßen verloren für die Bewegung, sodass irgendwann der Ball aufhört, sich zu bewegen. Also Sie können offenbar Energie in Wärme, also Bewegungsenergie in Wärme verwandeln, Wärmeenergie zum Beispiel durch ein Feuer in Bewegungsenergie. Sie können potenzielle Energie in chemische Energie verwandeln. Und das ist alles ganz sorgfältig und in jedem Detail zu Beginn des 19. Jahrhunderts vermessen worden. Wir haben noch, als ich zur Schule ging, mühevoll diese Versuche nachgemacht durch Bestimmung sogenannter mechanischer Wärmeäquivalente. Aber da will ich jetzt auch nicht darauf hinweisen. Dann kam nur plötzlich jemand auf die Idee, dass man alle diese Formen der Energie, die Bewegung, die Wärme, die Reibung, die chemische und was es da alles noch gibt, zusammenfassen kann und merkt, dass da eine Gemeinsamkeit besteht. Und das ist dann 1847 spätestens durch den großen Berliner Physiker Hermann von Helmholtz
als Satz von der Erhaltung der Kraft, wie das noch bei ihm hieß, formuliert worden. Das nennen wir heute den Satz von der Erhaltung der Energie oder manchmal auch etwas feiner und vornehmer ausgedrückt, der erste Hauptsatz der Wärmelehre oder der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Und er besagt in seiner universellen Form, dass die Energie der Welt konstant ist. Mit anderen Worten, die Energie kann nicht erzeugt und vernichtet, sondern nur verschoben werden, wie ich schon angedeutet habe, von Lageenergie in Bewegungsenergie, von Bewegungsenergie in elastische Energie, von elastischer Energie in Wärmeenergie und für diese vielen Möglichkeiten, die da sind. Und dieser erste Hauptsatz der Thermodynamik, dieser Satz von der Erhaltung der Energie, ist von den Physikern des 19. Jahrhunderts quasi als eine heilige Verkündigung der Natur verstanden worden. Max Planck hat gedacht, dass das der große heilige Satz ist, und die Physiker haben versucht, alles daran zu setzen, um diesen Satz in jeder Hinsicht zu erfüllen. Und nur haben sie dabei dann auch irgendwie gemerkt, dass es nicht ganz leicht zu sagen ist, was denn diese Energie eigentlich ist. Und tatsächlich, so schön und triumphierend dieser erste Hauptsatz der Energie ist, dieser erste Hauptsatz der Wärmelehre ist, wenn er sagt, dass Energie nicht erzeugt und vernichtet werden kann, dann ist dahinter eine merkwürdige Falle. Die Falle ist die, wenn Energie nicht erzeugt und vernichtet werden kann, muss sie immer schon da gewesen sein. Mit anderen Worten, wenn Sie die Entstehung der Welt erklären wollen, müssen Sie Energie schon vorgeben. Das heißt, Sie können die Welt gar nicht erklären, ohne dass die Energie schon da ist. Wenn aber die Energie da ist, brauchen Sie die Entstehung der Welt nicht mehr zu erklären. Mit anderen Worten, der erste Hauptsatz der Thermodynamik sagt Ihnen, dass es keine Entstehung von Welt gegeben haben kann. Mit anderen Worten, die Konsequenz ist, dass nicht das abendländische Denken versteht, wie die Welt entstanden kann, sondern vielleicht das asiatische Denken. Aber das ist nur ein Hinweis, um die Leute ins Denken zu bringen, die mal andere Orientierungen verstehen wollen. Also der erste Hauptsatz der Energie ist fantastisch, er wirkt, erlaubt alle Berechnungsmöglichkeiten, aber es ist ein großes Rätsel, wie man mit ihm umgehen soll. Dass die Wichtigkeit der Energie zeigt sich dann übrigens nochmal zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Physiker allmählich anfangen zu verstehen, wie die Atome aufgebaut sind. Das Merkwürdige ist, dass bei den Atomen ja plötzlich Sprünge auftauchen. Und die Frage ist, diese Quantensprünge, ein Atom geht von einem Zustand in einen anderen über, indem eine elektronische Konfiguration sich in eine andere verwandelt oder eben indem ein Elektron von einer Bahn in eine andere übergeht. Und die Frage ist, ist bei dem Übergang auch noch der Energiesatz erhalten? Oder kann es sein, dass da irgendwo bei den atomaren Prozessen vielleicht der Energiesatz nicht kontinuierlich, durchgängig, sondern nur statistisch, kontingent, zufällig erfüllt ist? Und das war tatsächlich eine Annahme der Physiker, bis der junge Werner Heisenberg kam und sagte, das kann überhaupt nicht sein. Ich nehme diesen Energiesatz, ich halte ihn für wahr, ich halte ihn für durchgängig wahr. Und mithilfe dieses Energiesatzes hat er dann den Weg zu den Atomen und zu der modernen Quantenmechanik gefunden, mit der wir heute den Aufbau der Welt verstehen, mit der wir heute auch an der Welt etwas ändern können. Zum Beispiel, indem wir Transistoren bauen, die wir dann in Chips einbauen, mit denen wir Computer machen. Das ist entstanden aus einem Festhalten an der Idee, dass die Energie eine Erhaltungsgröße ist, dass die Energie immer vorhanden ist. Und wir können auch heute, da hat die Physik durch ihre Mathematisierung eine ungeheure Erweiterung erfahren, tiefer begründen, warum die Energie eine Erhaltungsgröße sein muss, warum die Energie immer erhalten sein muss. Und die eigentliche tiefe Begründung liegt daran, dass die Gesetze der Physik, wie man so schön sagt, unabhängig von der Zeitpunkt ist, zu dem sie gelten. Also dass man spricht dann von Zeittranslationsinvarianz. Ob Sie ein Experiment um 9 Uhr morgens anfangen oder um 4 Uhr nachmittags anfangen, das Ergebnis muss dasselbe sein. Wo Sie den Nullpunkt der Zeit hinlegen, muss eigentlich völlig egal sein. Wenn Sie die Zeit so verschieben in dieser Form, dann darf sich das Naturgesetz nicht ändern. Wenn es aber so eine Symmetrie in der Verschiebung gibt, dann hat, so kann man beweisen, muss es eine Erhaltungsgröße in der Welt geben, und diese Erhaltungsgröße ist die Energie. Das heißt, die Energie ist erhalten, weil wir beim Wählen des Zeitpunktes unseres Experimentes frei sind. Das ist eine merkwürdige, tiefe Einsicht in die ganz grundlegenden Zusammenhänge, auf die ich nur hinweisen kann, die natürlich jetzt eine tatsächlich philosophische Frage stellen, über die Fähigkeit des Menschen, überhaupt solche Konzepte zu finden, mit denen er die Natur beschreiben kann. Und wenn wir jetzt zum Schluss uns noch mal kurz der Frage zuwenden, was denn Energie eigentlich ist. Für die Maschine ist es die Fähigkeit, Arbeit zu definieren, aber für uns ist es wahrscheinlich eine grundlegende Größe, ohne die wir gar nicht versuchen können, mit der Welt umzugehen. Ich würde gerne
sagen, dass die Energie etwas ist, was archetypisch zum menschlichen Denken gehört, so wie es das Atom ist, so wie es das Quantum ist. Das sind grundlegende Konzepte, die wir einfach haben, die wir uns einfach geben sind, durch die wir einen kontinuierlichen Zusammenhang generieren. Denn die Energie, wie gesagt, kann weder erzeugt noch vernichtet werden. Sie ist immer da. Ohne Energie wären wir nicht da und diese Energie sorgt dafür, dass wir sozusagen in kein Loch fallen können, weil sie uns immer auffangen und retten würde. Die Energie hält uns sozusagen, wo wir sind. Und insofern können wir ruhig ab und zu mal dafür bezahlen.